Ja, Wurf für Wurf gegen den Abstieg. Serena Benavente ist Co-Trainerin bei den Baskets. Hallo. Ja, wie ist denn da momentan die Gefühlslage? Wahrscheinlich so zwei Gesichter jetzt so nach knapp der Hälfte der Saison. Ja, bis jetzt ist es eine ganz schwierige Situation, auf jeden Fall. Zum Beispiel, wir waren in Quarantäne. Wir haben viel, im Dezember zum Beispiel, haben wir viele Spiele in kurzer Zeit, nur deswegen, aber haben wir auch viele Verletzungen im Moment in der Mannschaft. Und ja, wie gesagt, zwei Gesichter, ja, wir sind jetzt im Pokalfinale vor. Und aber an der anderen Seite, wie gesagt, mit der ganzen schwierigen Saison bis jetzt, ist es so wie eine Achterbahn im Moment. Woran liegt das denn? Also sind die Spiele grundsätzlich irgendwie unterschiedlich? Ist im Pokal, ist die Mannschaft da irgendwie besser drauf, anders drauf als in der Liga? Oder sind das dann einfach Gegner, die einem besser lagen? Wie gesagt, also weil es ist so eine schwierige Situation, also unser letzter Gegner war in Quarantäne und dann kommt raus für ein paar Tage Training gehabt und gegen uns. Und klar, wir haben auch, wie gesagt, Verletzungen. Also es ist ganz... ich würde so sagen, unfaire Saison, weil jede Mannschaft kämpft gegen verschiedene Obstacles. Unfaire Saison, ist es denn dann eigentlich noch fair, wenn man sagt, es wird Abstieg geben, möglicherweise? Wie sieht das denn die Mannschaft, das Team und wie ist da auch der Kontakt mit der Liga und anderen Vereinen? Ja, also natürlich, ich will im Moment, dass da keinen Absteiger gibt. Weil, wie gesagt, für alle Mannschaften, nicht nur für uns, es ist ganz schwierig mit Quarantäne, Verletzungen und viele Spiele und so und. Im Moment 11 von 12 Mannschaften in der Liga wollen dafür, dass niemand absteigt. Aber gibt es weitere Gespräche in diese Thema, also über diese Thema? Aber bis jetzt gibt es noch keine feste Entscheidung. Ja. Gibt es denn schon feste Entscheidungen oder Gespräche, was Spielerinnen angeht? Also neue Centerspielerin soll ja kommen. Gibt es auch noch auf anderen Positionen möglicherweise Handlungsbedarf? Wir hatten ja die Verletzungssorgen angesprochen. Genau, wir haben beide große Spielerinnen von uns, sind eigentlich für den Rest der Saison darf nicht mehr spielen. Wir haben schon eine Centerspielerin unterschrieben. Und natürlich sind wir auf die Suche für noch eine große bei uns. Wir haben am meisten Spielerinnen, die nicht auf der normalen Position spielen. Ja? Zum Beispiel Jewe, sie ist eine ganz starke Schützin bei uns, aber im Moment muss sie auf die größere Position spielen. Also das heißt, ja, auf jeden Fall suchen wir noch eine auf der Center-Position. Und dann klappt das möglicherweise auch mit dem sportlichen Nichtabstieg, ganz egal, wie sich dann möglicherweise die Liga entscheidet. Serena Benavente, danke fürs Gespräch. Danke dir.